Grüß euch, Leiteln. Ich bin's wieder, euer Ziss Luki. Und ich zeige euch heute ein Kürbiscreme-Brûlée mit einem Pflaumenröster und einem Walnusseis. Als allererstes nehmen wir für unser Kürbiscreme-Brûlée unseren Hokkaido-Kürbis. Hokkaido-Kürbis deswegen, weil den brauchen wir nicht schön. Den brauchen wir einfach nur waschen und nachher in kleine Würfel schneiden. Weiter geht's nachher mit unserer Grundmasse. Und zwar nehmen wir einfach da unsere Milch, dann das in unsere Döse rein. Der weiße Zucker. Und die Vanilleschote, die halbieren wir einfach und kratzen das Ganze aus. Die Schale von der Vanilleschote kann man gern für Vanillezucker hernehmen, einfach in ein Rexglas reingeben mit Kristallzucker und die Schale dazugeben. Nach ca. einer Woche ist das schön durchgezogen und schmeckt wunderbar nach Vanille. Nachher weiter geht's, wir nehmen unseren geschnittenen Kürbis, geben das Ganze rein, nachher kochen wir einfach das Ganze kurz auf, bis der Kürbis weich ist und dann werden wir das Ganze pürieren. In der Zwischenzeit kümmern wir uns jetzt einfach um unseren Pflaumenröster. Da nehmen wir uns gewaschene Pflaumen her, die werden einfach halbiert und geben wir da einen Kern raus. Dann wird das Ganze geviertelt. Dann, wenn die Pfanne heiß ist, geben wir da einfach ein bisschen Kristallzucker rein, verteilt den schön gleichmäßig in der Pfanne, dass das gleichmäßig karamellisiert. Das geht relativ schnell. Sollte nicht zu dunkel werden, das sollte nicht bitter werden, das Ganze. Dann schmeißen wir einfach die Pflaumen wieder rein. Geben zwei, drei Nelken dazu, ein bisschen was vom gemahlenen Zimt. Und dann löschen wir das Ganze mit Johannisbeersaft und ein bisschen Naturtrüben Apfelsaft ab. Wenn wir das Ganze abgelöscht haben, lassen wir das Ganze nur einmal kurz aufkochen, weil wir wollen ja nicht, dass uns die Pflaumen verkochen. Das sollte ein bisschen einen Biss haben. Und dann binden wir das Ganze einfach wieder mit ein bisschen Maizena ab. Rühren das leicht runter, auch nicht zu viel. Und dann lassen wir noch ganz kurz die Stärke ein bisschen auskochen. Und dann ist der Pflaumenröster eigentlich auch schon wieder fertig. Wenn der Kürbis nachher warm gekocht ist, nehmen wir unseren Oberst und geben wir da einfach dazu. Und dann wird das Ganze einfach mit einem Stabmixer einfach püriert. Ganz fein. Wenn es nachher püriert ist, hat die Milchsahnemischung die genau die richtige Temperatur, dass wir eben den Dotter hinzugeben können. Und dann pürieren wir das Ganze einfach nochmal ein bisschen mit und ziehen das Ganze zur Rose ab, heißt das im Fachausdruck. Das heißt, dass der Dotter einfach ein bisschen emulgiert und die Masse wird einfach ein bisschen dickflüssiger. Sehr gut. Wenn sich dann die Masse ein bisschen gesetzt hat, sieht man da, da sind die meisten Blasen schon weg. Dann füllen wir das einfach drei Viertel voll. Und dann noch ein kleiner Geheimtipp, dass wir nachher die kleinsten Basel noch wegkriegen, einfach mit Gasbrenner noch mal ein bisschen drüber fahren. Dann ist das Ganze komplett blaselfrei und man hat eine komplette glatte Oberfläche da. Ganz wichtig ist bei unserer Creme Brûlée, dass beim Wasserbad einfach ein heißes Wasser hergenommen wird. Das garantiert dann einfach, dass die Creme Brûlée schön gleichmäßig fertig wird. Und dann kommt das Ganze bei ca. 130 Grad 40 Minuten bei Umluft ins Rohr. Wenn unser Creme Brûlée noch schön vom Kühlschrank raus ist und schön durchkühlt ist, wird das Ganze mit Bio-Rohrzucker einfach schön bestreut. Da schauen wir einfach, dass die Oberfläche schön bedeckt ist. Das ist ein kleiner Tipp, dass man ein bisschen mehr reintut, dann tut man das ein bisschen so verteilen, dass das ein bisschen am Rand aufgeht, dass das dann schön karamellisiert und der restliche Zucker wird dann einfach wieder zurück reingeben. Dann wird das Ganze einfach mit einem Gasbrenner flambiert und karamellisiert. Nicht zu viel Hitze, weil wir wollen, dass das schön gleichmäßig karamellisiert. Und wenn das Ganze schön abgekühlt ist, kriegt das Ganze eine schöne, splitterige Konsistenz. Und dann geht es schon bereits ans Anrichten. Da haben wir einen Teller vorbereitet mit einem klassischen Küchenkrepp oben. Dann kommt da unser Pflaumenröster drauf. Und dann ganz zum Schluss kommt noch ein schönes Nockerl vom Walnusseis drauf. Und so ist das Ganze eigentlich schon fertig. Und werdet sehen, wird euch schmecken.